himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt, ist eine wunderbare Übung, mit der du einerseits emotionalen Ballast abwerfen kannst und andererseits eine tatsächliche Hochstimmung erreichst. Mit verstärkter Atmung kannst du deine lebendige Kraft tatsächlich in mehr Bewegung versetzen und stärkere Strömungen in deinem Körper erreichen. Beginne jetzt durch den Mund schneller ein- und auszuatmen. Rhythmisch mit deinem Körper mitbewegen. Wenn du nach unten gehst, stellst du dir vor, emotionalen Ballast abwerfen und du gehst ganz bewusst in einen Ausdruck von Ärger. Wenn du nach oben gehst, nimmst du einen freudigen, ekstatischen Ausdruck an. Und das drückst du auch mit deinem Gesicht aus. Also beim nach unten gehen, rausschütteln, wegschmeißen, abladen. Das Gesicht ist ärgerlich, gemischt mit Trauer. Kann auch Verzweiflung dazukommen. Gehst du nach oben, dein Gesicht geht ganz bewusst in den Ausdruck der Freude. Spaß. Du imitierst diese positive Stimmung und bleibst die ganze Zeit im verstärkten, schnellen Atem. Wichtig ist, immer weiterzumachen mit dem schnellen Atem. Wenn es dir leichter fällt, kannst du ohne weiteres auch durch die Nase oder durch Nase-Mund ein- und ausatmen, wie es dir beliebt. Das Atmen durch den offenen Mund ermöglicht dir ganz einfach, mehr Luft in den Körper hineinzubringen und damit auch mehr lebendige Kraft aufgenommen wird. Gehst nach oben und das Gesicht drückt die Freude aus, den Spaß. Alles ist okay, alles ist gut. Und drück das auch mit der Stimme aus. Dann gehst du nach unten, da kommt wieder die Trauer, der Ärger, die aufgestauten Gefühle und die schmeißt du dann raus. Nimm deine Hände zu Hilfe. Der ganze Körper unterstützt dich mit der Atmung. Und lass das auch durch deine Stimme hörbar werden. Du möchtest das loswerden. Und jetzt gehst du wieder in die Freude. Alles ist okay. Alles ist okay. Das macht Spaß, oder? Dann kommt wieder das Rauslassen. Die Gefühle, die du weniger gern spüren möchtest, die in dir aufgestaut sind, die du aber trotzdem loswerden möchtest, weil die deinen Körper belasten und deine Stimmung verpesten. Lass es hören. Nach oben gehst du wieder in die Freude, in die ekstatische Freude. Und das lässt du hören, das drückst du aus. Der Atem geht mit. Spür deinen ganzen Körper, was sich da bewegt, was sich tut. Die lebendige Kraft bewegt sich jetzt immer mehr in dir und wird für dich spürbar. Die Emotionen nach außen zu bringen, ist jetzt leichter. Schmeiß sie raus. Immer vehementer. Lass die Gefühle kommen. Lass sie hören
und drück sie durch deine Stimme aus. Auf deine ganz eigene Art. Du kannst lachen, du kannst weinen, du kannst laut werden. Du kannst Spaß haben dabei, wenn du oben bist. Du wirfst den Müll raus, wenn du nach unten gehst. Geh voll in den Ausdruck hinein, übertreibe den Ausdruck. Der Ausdruck soll noch mehr sein, als du fühlst. Der Ausdruck ist die Lösung der Blockade. Denn jede Blockade entsteht dadurch, dass der Ausdruck deiner Gefühle behindert war in deiner Vergangenheit. Es kann auch Husten kommen, das löst deine Halsmuskulatur. Spür deine Freude ganz realistisch im Körper. Nur durch die Bewegung deiner lebendigen Kraft kannst du Freude empfinden. Und jetzt wieder raus. Weg mit dem Müll. Endlich reiner machen mit diesem ganzen Mist. Wie kommt dein Körper dazu, dass er diesen Mist Tag und Nacht mit sich herumtragen muss? Da kannst du nicht heil werden. Da kannst du keine Freude haben. Da kannst du keine positive Grundstimmung haben. Geh nach oben und drück es aus. Lass dich hineinfallen in diese Freude, in diese ekstatische Bewegung. Und übertreibe den Ausdruck. Immer übertreiben. Einfach als Gegengewicht gegen dieses jahrelange Bremsen, langsamer, ruhiger, kontrolliert sein, Kompromisse eingehen, nachgeben müssen, diplomatisch sein müssen. Und jetzt raus damit. Diese Übung wirklich hundertprozentig. Lass dich reinfallen. Gib deine ganze Kraft dafür. Und oben kommt deine Belohnung. Je mehr Ballast du weggeschmissen hast, desto tiefer, reiner und unschuldiger ist die Freude. Ohne Grund kannst du Freude empfinden. Die Freude ist in dir, wenn sie freigelegt wird, wenn sich die lebendige Kraft bewegt, dann kommt die Freude zurück, dann lachst du, dann geht es dir gut, dann wirst du selbstbewusst, gleichzeitig unschuldig wie ein Kind, offen, sensibel für alles, was dir passiert. Ja, das tut gut. Und jetzt wieder abladen. Es gibt so viel zum Aufräumen. Es geht in Portionen. Konsequent gemacht kannst du immer mehr von diesem emotionalen Müll abbauen. Durch den Ausdruck wird die Blockade gelöst und sie bleibt gelöst. Auch nach der Übung kommen diese Gefühle nicht mehr zurück. Du bist davon tatsächlich befreit. Realistisch. Bedenke immer, der Ausdruck ist das Ventil,
das alle alten, gestauten Gefühle auflöst. Der Ausdruck über deine Stimme, über deine Bewegung, über deine Mimik, über alle Möglichkeiten, wie du dich bewegen kannst. Fühl dich wie ein Säugling. Was macht ein Säugling, wenn er sich unwohl fühlt? Er geht maximal in den Ausdruck. Er nimmt seine Stimme und er schreit, so laut er nur kann. Bis alles weg ist, und dann geht's ihm wieder gut. So wie du gehst nach oben und gehst wieder in die Freude. Und zeige es oben über dein Gesicht. Dein Gesicht drückt jetzt Freude aus. Das Gegenteil von unten. Lass dich ganz hineinfallen. Spür in deinen Körper rein. Spür den Unterschied zu deinem Normalbewusstsein. Was fühlt sich hier anders an? Wie erlebst du deine Körperstrukturen? Genieße es einfach. Super Arbeit hast du da jetzt geleistet. Ganz toll. Noch ein bisschen nachschütteln, nachspüren, lachen, Hände ausschütteln. Gerne auch fantastisch dokumentieren. Du bist dein eigener Journalist. Sprich drüber, was jetzt anders ist. Sprich drüber, wie es sich anfühlt, wenn dein Körper jetzt so verändert ist. Und beweg deinen Körper durch. Die lebendige Kraft kann sich jetzt frei bewegen in dir. Das fühlt sich gut an. Das ist deine Belohnung. Und immer wieder kannst du das machen.